Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Close Combat The Bloody First und in Omaha Beach. Wir versuchen hier immer noch uns vom Strand zu lösen. Wir werden 18 Uhr einen vorbereiteten Angriff starten in der Abenddämmerung, also schon den letzten Angriff für heute und uns dann morgen um Colville kümmern. Colville, was auch immer, Französisch. So, es ist 18 Uhr, wie gesagt. Wir haben weiterhin Artillerie- und Flugzeugunterstützung. Es ist teils bewölkt und trocken. Das Flugzeug kann also, aber wird nicht hundertprozentig gut treffen. Die Moral bei den Deutschen ist schon ein bisschen am Boden. Die Stärke ist bei denen noch in Ordnung, wie es aussieht. Und wir gucken mal, was hier vom letzten Mal übrig geblieben ist. Die Schützenmannschaft hier hat so ein bisschen was abbekommen. Die hier auch. Die Jungs hier auch, die müssten eigentlich auch zu sechst sein. An den Maschinengewehren geht's gut. Elite, ausgezeichnete Moral, Elite, ausgezeichnete Moral. Was macht da unser anderes Maschinengewehr eigentlich so? Veteran, sehr starke Moral. Okay, gut. Jo, den Mörsern geht's auch gut. Dann lassen wir mal den dritten Zug ran. Dann können die Jungs sich hier nämlich noch ein bisschen regenerieren, auf jeden Fall. Da, die sind Veteranen. Veteranen, gut ausgebildet, kampferprobt, Veteranen, gut ausgebildet, Veteranen. Jetzt habe ich aber hier. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Was? Ihr gehört hier nicht rein. Und zwar so überhaupt nicht. Ihr gehört hier rein, Veteranen und kampferprobt. So. Dann schauen wir mal, wer hat denn hier Erfahrung? Gut ausgebildet, Veteran, Kampf erprobt. Veteran, okay, gut. Hier, nehmt diese Gewehre, die könnten euch vielleicht nützlich sein irgendwann. Von euch spalten wir wieder Scharfschützen ab, das hat super funktioniert die letzten Male. Und von der Zugführung einen kleinen Stoßtrupp. Und der Panzer ist inzwischen auch kampferprobt. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir hier loslegen. Schauen uns mal unsere Aufstellungszone an. Die dürfte ja, wie soll ich sagen, nicht so geil sein vielleicht. Ah, da wechselt die Musik sofort. So. Gucken wir mal. Also hier, diese Stellung gehört jetzt auch uns. Der Graben weist natürlich komplett in die falsche Richtung. Wir haben hier eine Hecke, die relativ hoch ist. Tatsächlich. Die Deutschen haben hier vielleicht diesen Graben besetzt. Es hält uns ein bisschen davon ab, hier aufzustellen. Nee, hier innen aufstellen ist auch blöd, ne? Wenn die hier dran sitzen. Das heißt, wir müssen hier aufstellen, auf jeden Fall. Wir können jenen Graben hier benutzen. Wir können hier den Quergraben benutzen. Das geht alles. Hier hinten können wir schon wieder nicht aufstellen. Nerv. Wir können hier vorne auf jeden Fall die Hecke benutzen. Soweit hier halt gute Deckung bietet. Das ist schon mal sehr schön. Die Deutschen könnten theoretisch hier hinten aufstellen. Da müssten wir vielleicht tatsächlich irgendwie eine Einheit, nur um das zu kontrollieren, ob hier wirklich Leute sind, eine Einheit hier aufstellen. Und ansonsten müssen wir vorrücken. Einmal nach hier. Das ist halt leidlich gute Deckung. Hier von der Seite haben wir bessere Chance, nach hier vorzurücken. Das sollte dann also dementsprechend auch unser Plan sein. Wir werden natürlich erstmal die Artillerie irgendwie, die Deutschen werden sich wieder hier breit gemacht haben, ne? Werden wir Artillerie hier reinjagen irgendwo, damit die gleich schon mal gar keine Lust mehr haben, wenn es hier losgeht. Soweit der Plan. Hier hinten ist alles cool. Da können die Deutschen nirgendwo aufstellen. Ja, nee, passt. Okay, gut. Also nur hier hinten diese Aufstellungszone nervt halt komplett. Ich weiß nicht, warum die diese Aufstellungszone bekommen haben. Wahrscheinlich, weil die hier die Straße nach Corvée kontrollieren. Gut. Da mache ich eine Aufstellung und dann sehen wir uns sofort wieder und werden hier ein bisschen Spaß haben, denke ich.
Die Aufstellung steht und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier eine Sturmmannschaft, die nimmt hier hinter dieser Heckestellung. Der Panzer wird dann hier begleitet von der Infanterie vorstoßen. Da haben wir hier eine BRR-Mannschaft, eine Schützenmannschaft. Ne, hier drüben sind unsere Elite-Mannschaften. Hier haben wir auch eine BRR-Mannschaft. Hier haben wir einen Mörser relativ weit vorgezogen. Dann haben wir hier noch einen Mörser. Die Führungsmannschaft hängt hier. Die hat einen relativ kleinen Radius. Tatsächlich, die sind nicht so cool. Dann haben wir hier drüben die dritte Mörsermannschaft. Ein MG, das kann, kann ich kurz zeigen, kann relativ viel abdecken. Ne? Das kann zur Not auch hier rüber mitschießen irgendwie. Und kann hier die ganze Linie und das Feld abdecken. Ist ein schweres MG, deswegen hat es auch genug Reichweite. Das leichte MG liegt davor, hat im Prinzip ein ähnliches Schussfeld. Da haben wir hier einen Scharfschützen versteckt. Also auch hier alles abstreichen. Hier vorne eine Schützenmannschaft, die übernimmt hier die Sicherung. BAR-Mannschaft hier. Ein Scharfschütze, der kann hier schön hochballern. Ein Scharfschützen haben wir hier hinten. Der hier ist ein bisschen weit vorne. Mal gucken, ob der überlebt. Und hier haben wir eine Schützenmannschaft, die die Seite hier sichern soll. Die sind gut ausgebildet. Quasi noch ganz frisch. Ja, so sieht's aus. Und der Plan ist dann hier drüben halten. Und quer reinfeuern in den Gegner. Und dann hier vorrücken auf der Seite. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich habe hier drei Mannschaften und einen Sturmtrupp. Reichen hoffentlich zusammen mit dem Panzer, um hier vernünftig vorrücken zu können. So, die Deutschen haben direkt Moral eingebüßt. Die haben jetzt schon keine Lust mehr. Finde ich gut. So, fangen wir hier gleich mal an, die zu bombardieren. Ich vermute ja, die werden irgendwo hier drüben wieder sitzen. Vielleicht bombardieren wir einfach mal hier so alles. Ja, da sitzen sie wieder. Hätte ich doch mehr hier drüben hinschießen sollen. Aber wir bekommen gleich nochmal Artillerie. So, wo haben wir hier Deckung? Da haben wir Deckung. So weit nach vorne will ich vielleicht noch gar nicht, wenn hier gleich Artillerie runterregnet. Werden wir mal direkt hier rein. Ich denke hier rein. Nochmal Artillerie schicken. Ja, unsere Mörser treffen. Das ist gut. Das sah eigentlich nach guten Treffer aus.
So, dann können wir jetzt hier einmal vorrücken. Hier drüben ist gute Deckung auf der Seite. Sehen, wann die mitbekommen, was hier läuft. Was geht denn hier ab? Zwei kann da nicht hinfeuern. Dann versuchen wir es mal von hier drüben. Auch nicht. Dann versuchen wir hier so ein bisschen vorzubereiten. So, und wenn der Luftschlag durch ist, rücken wir mit dem Panzer einfach ganz entschlossen vor. Oh, das hier war aber sehr daneben. So, ich mache mal ganz kurz Pause. Ja, ihr habt hier nämlich keine vernünftige Deckung, wie ich sehe. Das hier als Deckung benutzen, dann müsst ihr aber erstmal hinkommen. Weil das ist 50 Meter. Ihr könnt auf jeden Fall Rauch nach dort werfen. Oder vielleicht auch nicht, weil ihr da nicht hingucken könnt. Okay, verdammt. Aber ich kriege in keine vernünftige Position manövriert. Wie sieht es denn bei euch aus? Die nächste vernünftige Position wäre die Hecke und die ist auch ein bisschen durchlässig. Das heißt, da müssen wir uns echt auf unseren Panzer verlassen. Oh Mann. Das macht halt schon mal gar keinen Spaß. Wir wissen ja, hier sind Gegner, ne? Und die müssen wir jetzt halt irgendwie mit unseren MGs und den Mörsern. Versuchen so ein bisschen in die Knie zu zwingen. Damit der Panzer da ein bisschen Ruhe hat. Die schießen hier rüber, denke ich. Nee, ihr nicht. Mehr so der Panzer. Kann ja auch ein bisschen vor.
So, dann müsst ihr jetzt hier vorrücken. Ich versuche die mal so ein bisschen... zu beschützen. Jo, die sind hier heil durchgekommen. Das ist schon mal sehr gut. Oh, die haben sogar eine Panzerfaust dabei. Okay, aber alles cool. Wir haben den Punkt eingenommen. Das hat funktioniert, wir konnten die hier vertreiben. Und hier, ne, sehen wir gerade, die haben eine Panzerfaust dabei und Granaten. Also wenn ich an die mit dem Panzer zu dich rangefahren wäre, hätte es ganz übel enden können. Und das sind ganz normale Panzergrenadiere hier. Oder Grenadiere einfach nur. Das hätte natürlich übel ausgehen können. So, wie sieht es denn aus hier? Verluste. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Das Maschinengewehr hat 2 Verluste eingesteckt. Ja, die lagen da, 3 sogar. Lang da so an der Hecke. Scharfschütze ausgeschaltet, beide. Welcher Scharfschütze lebt noch? Der hier oben, ja. Das heißt, die beiden Scharfschützen hier an den Ecken wurden ausgeschaltet. Hier hinten den Jungs geht's gut. Die haben ja keine Action gesehen. Ja, aber ansonsten relativ wenige Verluste tatsächlich. Captain, die Schlacht ist zu Ende, da die feindliche Moral gebrochen ist und der Gegner gezwungen war, sich zurückzuziehen. Sie haben alle Zielpositionen in diesem Gebiet gesichert. Ihre Verluste fielen geringer aus als erwartet. Sie konnten höhere Gebietsgewinne erzielen als erwartet. Ja, um 19 Uhr pünktlich Schlacht beendet. 2 Tote, 4 Verwundete, beim Gegner 22 ausgeschaltet. Schauen wir mal, wer hat es erwischt. Ja, hier vom Maschinengewehr, 2 Verwundete, 1 Toter, natürlich der Mannschaftsführer. Wer sonst? Hier der Scharfschütze, den hat es erwischt. Der ist eigentlich Munitionsträger. Ach nee, da, das ist nochmal ein extra Verlust. Das ist natürlich uncool. So, die Scharfschützen, die sind nur verletzt, die gehören eigentlich zum Mörserteam. Ja, und das ist es. Das sind unsere Verluste hier. Also eigentlich alles gut gelaufen. In der Operation bisher 38 Verluste. Beim Gegner 90. Das ist für eine Landung in Omaha Beach eigentlich echt ganz vernünftig, finde ich. So, und wir rücken jetzt nach Koiwi vor und müssen uns dann mal überlegen, ob wir nachts angreifen wollen, was natürlich gewisse Vorteile hat, was ich wahrscheinlich auch machen werde, weil ich davon ausgehe, ne, wenn man, sind das hier Straßen? Nee, es sind keine Straßen, es sind... Aber wie Hecken sieht das auch nicht direkt aus. Ne? Es sind wahrscheinlich kleinere Straßen. Ich gehe davon aus, dass die Heckenlandschaft sich hier direkt anschließt und fortsetzen wird. Und da ist ein Nachtangriff, glaube ich, ganz cool. Wie wir dann den Panzer einsetzen, ob wir den einsetzen, ist noch ein bisschen fraglich. Wahrscheinlich werden wir damit relativ leichten Truppen und Mörsern reinmarschieren. Für heute war es aber auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.